Heute gibt es mal eine fristig Dummsuppe und das lassen wir einfach mal so stehen. Und alles fing mit einer roten Zwiebel an. Ja, diese super leckere Suppe. Ja, ist wirklich fristig dumm. Ihr werdet es nicht glauben, es ist wirklich so. Mit wenig Zutaten so viel Gutes gemacht, ihr glaubt es nicht. Ich mache die Zwiebel noch schnell fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Ab in die Schale und weiter geht's. Ja, unser Töpfchen steht schon für unser Süppchen. Oh Gott, Mensch, was sage ich heute wieder? Verniedlichen, Tim, oder was? Ja, muss auch mal sein. Naja, gut. Irgendwie war ich heute so drauf. Naja, gut. Wir hatten ja heute auch Kinderbesuch. Warum nicht? Denn ist eben halt sowas. Eine Zwiebel in unserem Topf, da war vorher Öl drin und das Ganze schwitzen wir richtig schön an. Ich verrate euch nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir nur 7 Zutaten brauchen. Salz und Pfeffer ausgeschlossen. Seid gespannt. Schnelles, gutes Rezept. 2 Minuten schnell vergangen. Ich verrate euch nicht zu viel. Schaut mal dieses herrliche Hack an. Natürlich von wem? Von meinem Fleischer. Jo. Und das Ganze vermengen wir. Ich würde fast sagen, wie man früher gesagt haben, richtig schön klein machen. Wir machen einfach Mäusegulasch wieder draus, ne? Nach 3, 4 Minuten schauen wir noch mal rein. Ja, natürlich Gewürze brauchen wir auch. Richtig schön hier Salz aus der Mühle, feuerfrei und natürlich Pfeffer. Ja, Ende schmecken wir nachher so und so noch mal nach. Das Ganze gut vermengen. Nach einer Minute passiert Folgendes. Und zwar kommen 100 Milliliter leckere Sahne mit dazu. Ja. Und das Ganze erst noch mal ein bisschen einköcheln lassen, circa 2 Minuten. Nur noch mal zur Info, das waren 300 Gramm Rinderhack. Ja, und es kommen dazu 200 Gramm Mini-Champignons inklusive Sud. Und das Ganze kurz noch mal 4 Minuten aufköcheln lassen. Schon wieder ist die Zeit davon geeilt. Ja, als nächstes kommt unser Schmelzkäse mit zu. Ja, das ist immer schön. Ich liebe Schmelzkäse, wenn er so richtig gut aus der Schüssel rausgeht. Damit beschäftige ich mich nachher nochmal. Aber erstmal, dass wir die 100 Gramm auch hier in etwa drin haben. Ich kratze das Schälchen nachher noch aus, ne? So, das Ganze nochmal so 2, 3 Minuten köcheln lassen. Interessante Zutaten kommen noch mit zu. Bleibt dran. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, das ist Champignon à la Creme. Ist es aber nicht, ne? Gott sei Dank. Das hier, was wir heute machen, schmeckt viel, viel besser. Ich habe hier 400 Gramm gehackte Tomaten. Die kommen jetzt erstmal richtig schön mit zu. Das Ganze verrühren und nachher habe ich noch einen heißen Tipp für euch, womit man das Ganze noch richtig schön verfeinern kann. Aber erstmal aufköcheln lassen. Und das circa 5 Minuten. Jetzt ist der Moment da. Ihr müsst jetzt wirklich noch mal probieren. Muss noch Salz, muss noch Pfeffer ran. Ihr könntet jetzt praktisch auch noch, um mehr Farbe oder Geschmack reinzubringen, das Ganze noch verfeinern mit Paprika oder Erbsen. Ich habe es heute mal ganz normal gelassen, weil mir das immer super lecker schmeckt. Und jetzt kommt meine Geheimzutat. Ein Teelöffel Oregano. Ihr glaubt nicht, das geht so richtig durch und durch. Jetzt probiert ihr an dieser Stelle. Natürlich, wenn ihr es gekocht habt. Ne? Und ich mache euch das ganz hübsch fertig. Bleibt mal ruhig dran. Weil eine Geheimzutat haben wir noch. Ja, herrlich. Die Suppe ist fertig. Unsere letzte Geheimzutat ist natürlich Petersilie. Und wir kommen natürlich jetzt sofort zum Probieren. Ja, lecker ist fertig, kann ich nur sagen. Kann ich euch nur empfehlen. Freunde, ich kann nur sagen, friss dich dumm. Es stimmt wirklich. Ich krieg nicht genug davon. Timmy, ich weiß nicht, ob du noch was davon abkriegst. Ich hoffe doch. Naja, gut. Wir beenden an dieser Stelle die Sache. Bis zum nächsten Mal, die Mecklenburger Kochbuben.